Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Wir bauen ambiente Beleuchtung in mein Auto. Und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen damit, denn ich habe stark überlegt, mein Auto abzugeben und auf was Größeres umzusteigen, wie ein M2 oder ein M3. Oder halt auch hatte ich stark überlegt gehabt, mein Auto gegen das Facelift einzutauschen mit dem Automatikgetriebe, also diesem NDCT, welches unglaublich gut ist und ihr auch ein Video gesehen habt bei Movo, wo ich halt echt Bock auf das Auto bekommen habe. Das meine ich, ey, das ist doch scheiße. Wenn du zurückschaltest, ne? Bruder, das ist doch einfach nicht normal. Aber ich muss sagen, nach vielem Überlegen bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Auto behalte. Und beim Thema Ambientebeleuchtung gibt es tatsächlich nur einen Mann, nämlich Ledorf. So, ich hab's endlich mal geschafft. Ledorf ist am Start. Heute kommt endlich die ambiente Beleuchtung in mein Auto. Es hat lang genug gedauert. Wir schreiben schon seit ungefähr, wie lange? Einem Jahr? Zweieinhalb Jahren? Ja. Das Wichtigste zum Schluss, ne? Genau, das Wichtigste zum Schluss. Es ist jetzt so die Krönung nach dem Innenraum von Bender. Glücklicherweise hat es auch so lange gedauert. Es gibt nämlich neue RGB-Stripes. Genau, richtig. Also wir haben neues Material da. Hättest du den Termin genommen, den wir eigentlich geplant hätten, wäre das nicht so geil geworden, wie wir das jetzt machen können. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen besprechen, was alles genau reinkommt und wo wir überall die Stripes legen. Also du hast ja auch das davon gesprochen, dass wir in der Tür, ich zeig das mal kurz. So wie wir das normalerweise beim Hyundai i30N machen, wir haben ja davon schon an die 20 Autos gemacht, aber wir haben das immer gleich gemacht. Und jetzt dadurch, dass wir neues Material haben und du aber auch der Erste bist, bei dem wir das jetzt so gesehen machen, geil, ist das jetzt nochmal komplett ein neues Projekt Auto, als hätten wir das noch nie gemacht. Also was wir in der Regel halt machen, ist hier halt die Türgriffbeleuchtung. Das hat er ja gar nichts. Ja, ich bin dann gespannt, wie wir das dann reinfräsen mit dem Carbon. Ich hoffe, da geht das kaputt. Wird schon. Dann die Streifen natürlich hier. Fachbeleuchtung werden wir dann ausprobieren, haben wir bei dem noch nie gemacht. Ja, dann natürlich hier in diesem Bereich, hier drunter, da bekommt er das Fußraum sowieso. Fräst du da rein? Ja, hier das muss man auch fräsen. Mhm. Ja gut, ich meine, das sieht man im Endeffekt nicht. Also hier wird es ganz geil sein, weil es ja quasi wie indirekt aussieht. Du siehst ja den Stripe dann gar genau, nicht, genau, richtig, oder? Das strahlt so runter. Ja, hier ist genug Platz, meinst du, dass es so reingeht? Ja doch, das müsste. Wir fangen mal an, hier abzubauen und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit bei dem ganzen Umbau. Also fangen wir an, Auto auseinanderzunehmen, oder? The Anderson Pam grip, man's here, there's no fear, came through with no tears, I don't cry, matter of fact, I don't lie like a bedside, to tell the truth, then I tell you what it is, what it ain't, please roll me up another dank, another smoke, no, I see it as the antidote to cure my daily anecdotes, I see my thoughts as adios, finito, I get New Jerseys like I was a Guido, the ego, gotta be vetoed if you want a free throw, the evil, stay with the scripture, what your mama read you, you gotta build the game, son, I couldn't battle feed you, this next bar was about to do some logic shit, but now I gotta stop this shit and let me pop my shit. Die ambiente Beleuchtung ist drin und ist mittlerweile jetzt auch seit dem Einbau ein paar Tage vergangen, beziehungsweise schon ein paar Wochen. Noch seht ihr die ambiente Beleuchtung natürlich nicht, das seht ihr gleich im Porn. Ich habe jetzt auch deutlich länger gebraucht, um das Video zu droppen, weil ich einfach solche Probleme hatte, dieses Video zu schneiden, denn Premiere wollte gar nicht, beziehungsweise für diejenigen, die mir auf Instagram gefolgt sind, haben wahrscheinlich gesehen, dass ich ein bisschen am Struggeln war, weil einfach gar nichts mehr funktioniert hat und ich gefühlt nur so eine Woche lang nur rumprobiert habe, neue Premiere-Version installiert, alte installiert, Treiber runtergeschmissen, neue, keine Ahnung, das war wirklich ein Krampf gewesen.
letztendlich ist die Lösung dafür gewesen, nur Windows 10 wieder zu installieren. Also ich habe nämlich das Update auf Windows 11 gemacht und das war tatsächlich in meinem Fall der Fehler gewesen. Ich kenne genug Leute, die mit Windows 11 klarkommen. Ich kam wahrscheinlich mit meiner Hardware da irgendwie nicht klar. Da war irgendein Problem, was einfach gar nicht funktioniert hat. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ambientebeleuchtung. Ich mache ein Riesenthema draus. Ich weiß auch nicht warum, es ist eigentlich nur Licht. Aber ich finde, das Ganze hat das Auto einfach nochmal wirklich so gut abgerundet für mich jetzt und ich fühle mich jetzt richtig wohl hier drin. Also es ist ein ganz anderes Fahrgefühl hier. Ich meine, ihr kennt das, wenn ihr auch so in moderne Autos reinsetzt und dann quasi das alles auch bei Nacht so schön beleuchtet ist, hast du einfach ein ganz anderes Feeling und irgendwie auch eine ganz andere Wertigkeit im Auto. Also es kann sein, dass ich das vielleicht auch nur so sehe. Ist ja auch alles Geschmackssache hier. Aber bevor ich jetzt hier zu lange rumlaber über irgendwas, was ihr noch gar nicht gesehen habt, gibt es jetzt erstmal einen fetten Ambiente-Beleuchtungsporn. Viel Spaß! Ich hoffe, euch hat der Zusammenschnitt gefallen. Jetzt kann ich auch die ambiente Beleuchtung anmachen. Ja, ist auf jeden Fall mega gut geworden. Hat wirklich meine Erwartungen übertroffen, weil einfach die Lichtkraft einfach überhaupt nicht nachlässt in irgendeinem Bereich. Also sieht es halt wirklich wie original aus. Ich meine, man kennt das in den ganzen nachrüstbaren Ambientebeleuchtungs-Stripes, ist es so, dass er entweder nur so von einer Seite anleuchtet und dann im Verlauf immer schwächer wird. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ihr habt hier wirklich durchgehend gleich starkes und vor allem sehr helles Licht, was man sogar auch bei Tag noch sehr, sehr hell sieht. Du siehst halt einfach echt nicht, dass das irgendwie nachgerüstet ist. Und auch die Spots, die wir alle gewählt haben, wir hatten erstmal noch überlegt, ob wir es machen oder nicht. Hier so links, rechts an der Mittelkonsole, das hatten wir überlegt und ist halt mega geil geworden, finde ich. Dann auch das indirekte Licht in den Türablagen ist einfach mega. Dann ist auch sehr schön, wie das hier reingefräst ist in den Türgriffen. Zusätzlich jetzt mit dem ganzen Forged Carbon, was glänzend ist, ist es auch geil, wie das ganze Licht auch immer reflektiert wird. Ich kenne viele, die beim Hyundai zum Beispiel bei den Armaturen vorne halt den Streifen halt so komplett durchziehen. Da finde ich, dann sieht man schon, dass das nachgerüstet ist, weil du halt dann wirklich sehr direkt die Stripes halt siehst und es ist einfach besser, wenn es mehr so indirekt leuchtet. Und daher finde ich, dass wenn es einfach nur der eine Streifen vorne über dem Handschuhfach ist, einfach passender und stilvoller. Aber ist wie gesagt alles so eine Geschmacksgeschichte. Die Jungs von Ledorf haben hier 1A Arbeit geleistet. Das Ganze ist hier auch in zwei Zonen unterteilt. Das heißt, ich kann alles, was oberhalb ist, eine Farbe geben und alles, was so unter den Füßen ist, ist halt eine andere Farbe. Das gibt dem Ganzen halt nochmal echt einen ganz geilen Kontrast. Also man kann natürlich auch die zwei Zonen in derselben Farbe machen. Also das ist auch gar kein Problem. Das Ganze lässt sich über eine App steuern, welche du halt einfach verbindest über Bluetooth. Und du kannst dann so 6 Konfigurationen einspeichern, wo du jetzt jeweils die Farben halt einstellst, welche Kombination du auch haben möchtest und so weiter. Da gibt es auch so Spielereien wie Pulsieren und all sowas. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, da kannst du halt alles voreinstellen. Und dann habe ich einen Knopf versteckt, wo du quasi alle gespeicherten Setups durchschalten kannst. Beim Umbau ist mir dann auch noch aufgefallen, dass die Jungs wirklich
echt auf alles achten. Und ich meine, man kennt das, wenn im Auto halt irgendwas klappert oder irgendein komisches Geräusch von sich gibt. Das mag man einfach gar nicht. Und dann sucht man das, wo das herkommt. In dem Fall habe ich auch gesehen, wie die Jungs beim Umbau dann auch alle Kabel nochmal so verpackt haben bzw. isoliert haben. Haben halt auch alles wirklich schön abgedeckt und eingewickelt. Also da sollte auf jeden Fall nichts klappern. Das tut es auch wirklich nicht bei mir. So, und ich würde jetzt sagen, das war's jetzt mit dem Video. Zum Schluss blende ich euch jetzt noch ein paar Reactions rein von Freunden von mir, die ich jetzt hier reingesetzt habe in mein Auto, die das Auto noch nicht mit der Ambientbeleuchtung kannten und wie die halt einfach so darauf reagiert haben. Die Arbeit von Ledorf ist einfach mega. Die machen jetzt nicht nur jetzt so ambiente Nachrüstung für Hyundai, sondern für jedes Auto. Schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Ich kenne wirklich eigentlich niemanden, der Ambientbeleuchtung so gut nachrüsten kann. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video und jetzt viel Spaß mit den Reactions. Ciao. Und was sagst du? Ja. Leuchtet. Hey, ist cool. Also. Oh shit! Oh shit! Oh. Du lässt mich immer gucken, wie weit das geht. Ich finde, diese Kombi sieht so krank aus. Alter, geil. Hast du groß angekündigt, dass du dich auf unsere Reaktion freust? Das ist ein schönes Arschloch. Junge, das ist krank. Das ist echt krass. Und vor allem die Leisten kennt man ja sogar eigentlich, aber die sehen halt hier nicht so fremdkörpermäßig aus, sondern die sehen sehr integriert aus. Guck mal, wie viel Mühe der sich hier gibt. Mann, der ist ja rot. Ne, geh mal jetzt bitte. Brutal. Oh! Okay, ist stramm. Schön. Ist schön. Schön. Ja. Ciao. Findest du, man braucht so etwas im Auto oder ist es unnötig? Safe. Das Beste, was man machen kann. Gibt es für einen M2? Wir konnten jedes Auto kannst du machen. Geil. Oh! Okay, das ist sehr wild. Okay, das ist wild. Das ist wild. Zahlt man jetzt dafür, wenn man es 1000 bekommt? Safe in den Golf, Alter. Also so ja, Vierer-Golf. Sehe ich gar kein Problem. Also es ist halt auch nicht wenig Arbeit. Es ist halt ja, nee, check ich absolut. Also ich würde dafür schon gerne das Fünffache von meinem Auto zahlen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Blau habe ich, glaube ich, jetzt gerade nicht konfiguriert. Aber das ist doch auch toll, oder? Nein. Nein. Ich wollte blau. Weißt du, was noch fehlt? Ja. Sternenhimmel. Nein, doch. Sternenhimmel muss. Ist gut. Ja, willst du noch irgendwas hinzufügen? Weil das ist nämlich die letzte Szene von dem Video. Toll. Habt ihr gut gemacht. Die Menschen, die das gemacht haben. Okay. Ja, willst du dich auch verabschieden? Tschüss. Okay, tschüss.